Es gibt ungefähr 50.000 Arten von Tieren. Und stellen Sie sich vor, ich hatte das Glück, als Ameisenfresser geboren zu werden. Ja, ja, ein neuer Tag, eine neue Ameise. Ah, da wären wir ja schon. Ich überprüfe besser erst die heutige Saugfähigkeit. So viel zum Anwärmen. Jetzt wird gekocht. Nichts. Vermutlich niemand zu Hause. Oho! Martha, Martha, du entschwandest! Da hat mir jemand mein Frühstück entführt. Na wunderbar. Das nenne ich Glück. Ein herrliches Exemplar der seltenen Hymenopterus autophobius. Hymenopterus autophobius? Wie exklusiv. Und ich dachte, ich esse nur Ameisen. Und diese herrlichen Muskeln, die sie hat. Davon muss ich gleich einen Querschnitt machen. Oh! Du hast doch nicht etwa. Spuck die Ameise wieder aus. Sofort. Junge, Junge. Ich kam mir vor wie in der Dunkelkammer, wenn der Fotograf rülpst. Dämlicher Ameisenfresser. Du hast mir mein schönstes Experiment kaputt gemacht. Ach, diese Intelligenzler. Wirklich eine schlimme Sorte. Zum Glück ist mein Prachtexemplar verschont geblieben. Ich lasse den Kleinen ein wenig verschnaufen, während ich das nächste Experiment vorbereite. Da kann ich mir ein bisschen die Beine vertreten und mich umsehen. Eigentlich gefällt's mir hier ganz gut. Und außerdem gibt der Herr Forscher einen prima Leibwächter für mich seltenes Prachtexemplar ab. Ich werde mich persönlich um dieses seltene Prachtexemplar kümmern. Hey Charlie, ich lade dich zum Mittagessen ein. In meinem Magen. Ich würde ja aufgeben, aber mein Magen signalisiert, bleib am Ball, Elise. Ich lasse das Tierchen mit der Nahrung allein, um herauszufinden, was es am liebsten frisst. Ich muss schon sagen, die Küche hier ist gar nicht übel. Erdbeermarmelade und Honig, Zucker, mein Lieblingsgericht, oh. In einer Minute wird er wissen, was mein Lieblingsgericht ist. Ha? Oh, oh, dreimal dürfen Sie raten, wer das ist. So, jetzt einmal tief eingeatmet und die Suppe ist auf dem Teller. Aha, wir haben sie. Früher haben die Ameisen ja auf Linie geachtet. Oh je, jetzt kommt sie auch noch in voller Schönheit. So, herzlichen Sie, stellen wir ein wissenschaftliches Experiment an. Wir werden herausfinden, wie man sich fühlt, wenn man isst. Ich fürchte, wenn sowas öfter passiert, muss ich mir den Rüssel liften lassen. So, kleiner Wirt, tun dich hier rein. Hier bist du erst einmal absolut sicher. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Ein Wochenendhaus mit so einer riesen Fensterfront. Ich könnte gleich auf dem Hof singen gehen. Mühsamer wird es auch nicht. Das ist alles wegen einer Ameise. Puh, wenn man so hässlich wäre. Man kommt sich vor wie im Automatenrestaurant. Aha, Ameise unter Glas. Bleib schön hier. Nur im Notfall einschlagen. Also wenn ich meinen Magen höre, ist das ein Notfall. Lassen Sie mich los! Sind Sie ein Hund? Du darfst dich hier nicht wieder... Ah! Na, dem seinen Krawattenknoten möchte ich sehen. Ich tue die Ameise lieber in einen von meinen Spezialbehältern. I'll try a lightning-like commando ray. Sorry to eat and run, but you know how it is. Where's my specimen, you crazy anteater? Search me. That's a good idea. Es geht auch anders. Dann esse ich eben per Fernsteuerung. Na und? Oh, vielleicht mag sie das Bienchen. Maybe I can change his eating habits. Also bei aller Bescheidenheit, das sollte ich mir patentieren lassen. Oh, nein, nein,
So, mein Kleiner, nun lauf wieder nach Hause. Das Essen war gut und kostenlos untersucht hat er mich auch. Du liebe Zeit, die steht ja schon wieder hier. Keine Sorge, du bist ganz sicher. Er war total zerstochen. Da habe ich ihn mir doch gleich liften lassen. Oh. Oh. Oh.